So Jungs, State of Decay Time hier mit Mad Mike von den Derpioten. Zwei oder drei klopfen hier an und wollen da unbedingt rein. Sie haben jetzt auch gerade das Fenster freigeschaufelt und machen jetzt die anderen auch noch auf. Ich geh jetzt mal raus. Zack. Ich bin gleich da. Warte, ich komm. Genau. Komm, Jung. Wir lassen die zwei jetzt einfach mal in Ruhe. Und gehen zur nächsten Hütte. Wir haben eine Hütte jetzt geclearet und versuchen jetzt die anderen zwei ja noch aufzuräumen. Und in jeder Hütte sind ein paar Zombies zu finden. Das ist also Haus Nummer 2. Ja, da ist im Übrigen noch einer auf der Straße. Ein Lone Ranger sozusagen. Den holen wir uns direkt mal von hinten. Das ist nämlich dann so ein Instant Kill. Für die, die die letzten Folgen noch nicht gesehen haben sollten. Das ist eigentlich recht praktisch. Wenn man es rechtzeitig hinkriegt. Ja, also es ist definitiv so, dass man auch Skillpunkte bekommt, die man dann irgendwie verteilen kann. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wie das geht. Das gucke ich mal gerade. Hier, genau, Kraftpaket. Also es scheint so zu sein, dass man durch die Anwendung weitere XP-Punkte bekommt. Man kann also gar nichts verteilen. Wenn ich jetzt mal hier A drücke, passiert nicht viel. Man bekommt die einfach mit der Zeit. Ne, also hier zum Beispiel Fitness, Basisfertigkeiten. Allesamt im Prinzip. Da unten gibt es noch ein bisschen. Ah, wähle eine Spezialisierung aus. Da kann ich also lang kraftvoller Tritt, dass der das Ziel zurückwirft. Und langsam Schluss. Nimm den da. Durch Y. Das ist ein Power-Tritt jetzt. Ich habe einen Power-Tritt. Volle Power mit der Mauer. Ich kann hier wohl tatsächlich einiges an Fertigkeiten freilegen. Drücke nach dem Ausweichen schnell X. Okay. Also man kann schon ein paar Sachen hier anscheinend lernen, wenn man gerade guckt. Mal Training, Grundlagen und Spezialtechnik später, auf Level 7 dann. Im Kraftpaket haben wir zum Beispiel einiges, wie ich gerade sehe. Ist aber mehr so passives Zeug. Schießen ergibt dann noch so ein paar Zusatzfähigkeiten, wie LS zum Zoomen, das haben wir aber glaube ich sogar schon. Geistesgegenwart gibt uns dann irgendwann, wie man weniger Krach macht und so weiter. Und Führungskraft, müssen wir mal gucken. Naja, auf jeden Fall ist es ein bisschen RPG angehaucht. Das ist ja gar nicht schlecht. Das ist schön abgerundet. Kann man von außen eigentlich vernageln. Hey, komm her. Es sind mindestens drei drin. Mindestens. Das ist eins der miesesten Häuser, die es hier gibt in dieser Gegend. Das machen wir jetzt direkt mal auf und gehen direkt auf die Seite. Das Dumme ist, die Kamerasteuerung ist echt für den Arsch. Over here. Hurry. Wie kommt man denn nochmal taunten? Ah ja. Kiss my ass. Ja, ist auch tot. Achso. Ah, ich komm. Ah, die Steuerung ist für den Arsch immer noch. Na okay, Herze. Da kommt noch was. So, umsteigen hier. So, die Hütte ist sauber. Die Steuerung ist immer noch für den Arsch. Aber so halbwegs kriegt man es hin. Noch geht's ja. Haben wir auch irgendwas, was man irgendwie großartig durchwühlen kann. Nee, hier ist gar nichts drin. Hier war nur jede Menge Zombies. Na gut, wir machen das Ganze mal auf die harte Methode. Der ist schon tot. Wir müssen ja eh herein. Hallo. Not alone in here. No shit, Sherlock. Der Spike ist kaputt. Müssen wir halt treten. Auch kein Problem, kriegen wir alles hin. So. Dann jetzt mal ganz schnell, ups, den Rucksack durchwühlt. They didn't hear that. Munition und vor allem eine Machete. Die dürfte in der Theorie nicht kaputt gehen, die müssen wir nur ab und zu mal schärfen. Also eine Machete nehmen wir direkt mal mit. X war glaube ich ausrüsten. So, jetzt haben wir eine sehr schöne Nahkampfwaffe. Hat sich doch mal gelohnt, hier ein bisschen frei zu machen. Und ich esse mal ein paar Chips. Einfach nur, weil. Anscheinend heilt es nicht wirklich, aber hey, nicht schlecht. So, wir haben jetzt also wirklich hier gesehen,
Ah, mit der kann man rauszoomen. Okay, das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Mit der rechten, hier, mit dem rechten Stick, wie auch immer, kann man auf jeden Fall raus und reinzoomen. Und, ups, mit dem linken kann man dann anvisieren und sagen, hey, hier, ne, Hütte, da wollen wir hin. Linke Schultertaste ist auf jeden Fall Rennen. Er sieht, links geht die Stamina runter, deswegen sollte man das nicht zu lange machen. Wenn man irgendwann mal wegrennen möchte, ist das nämlich sonst ein bisschen problematisch. Andererseits, je mehr man damit macht, desto höher gehen nachher, glaube ich, die Skills. Also sprich, man kann länger rennen. Da rechts scheint ein Lager noch zu sein. Dann wird man da nämlich zuerst hinschleichen. Und irgendwie kann man auch noch rollen. Wie war das denn? Irgendwie kommt man noch rollen. Ja, ist das, nee, das war's nicht. Das war's auch nicht. Ups. Ah, ist kein Lager, das sind, glaube ich, da hinten ist ein Zombie, hinten links. Das ist ein Kanu. Davon gibt es hier ganz, ganz viele. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum wir nicht einfach ein Kanu nehmen. Nein, was? Das sind bestimmt keine Zombies. Da vorne ist einer. Zwei sogar. Ja, mal gucken. Wir wollen ja eh so halbwegs in die Richtung. Und die scheinen halbwegs auch in die Richtung zu wollen. Das ist also ein Problem. Zwei Gruppierungen, ein Interesse. Ein Konflikt. Na ja, gut, aber sie sind viel langsamer als ich, dementsprechend gehe ich zuerst hin. Allerdings muss ich hier wohl den Weg hoch und da ist auch noch einer auf dem Weg und es wird langsam dunkel, es dämmert. Das ist nicht so gut. Daher sollten wir uns wohl doch mal langsam einen Rückweg machen, aber ich möchte erst noch da hoch. Außerdem wollte ich mal sehen, wie es im Dunkeln aussieht. Außerdem wird es dann auch spannender. Meine Freunde sagen immer, ich soll Outlast unbedingt endlich mal spielen. Vielleicht habe ich das mittlerweile getan. Während ihr das hier anguckt. Jetzt in dem Moment habe ich es aber noch nicht getan. Oh, der dreht sich gleich um. Der dreht sich gleich um. Noch ein bisschen näher, noch ein bisschen näher, noch ein bisschen näher und hab dich. Bam! Das Gesicht direkt auf den Boden geschmissen. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Da oben war aber, glaube ich, noch einer. Ja, genau vor mir. Der sieht mich aber momentan nicht. Oh, es sind sogar zwei. Da links ist noch einer. Das heißt ja nicht unbedingt, dass ich das von hinten machen muss. Problem ist nur, sie sehen mich halt so. Mein Kumpel ist zum Glück auch versteckt, man sieht es ja da ganz gut. Es sind sogar drei, da oben ist noch einer. Das könnte interessant werden. So, der schleicht hier, der schlurft wohl ja den Weg darunter. Das kann sein, dass er meinen Kumpel gleich sieht, wenn er Pech hat. Oh, warte mal. Ich bin eigentlich nah genug dran, das wundert mich mal ein bisschen. Zack! Der war ein bisschen schwerer runter zu zwingen, warum auch immer ich so lange dafür gebraucht habe, aber er ist auf jeden Fall weg. So, das Gesicht mal direkt karate-technisch aus dem Weg geräumt. Ich bleib jetzt mal wieder hier unten drin. Vielleicht hilft's ja. Der kommt an, der kommt an, der kommt an, der kommt an, der kommt immer noch an, der kommt immer noch an. Zack. Weggemacht. Mein Kumpel wird dann zwar gleich wieder etwas brachial geworden. Gewerden, genau, klar. Super Satz. Ich hab's aber dann doch nochmal geschafft, das Gesicht in den Boden zu stecken. Der klettert gerade sehr interessant über den Zaun. Das sind zwei. Und der eine hat mich, glaube ich, gesehen. Ich bin ein Busch, ein Farn, ihr könnt mich nicht sehen. Ich glaube, er sieht mich trotzdem, oder? Zack, da lag ein Stück auf dem Boden. Das Schöne ist, wenn wir auf dem Boden sind, kann man direkt mit eine mitgeben. Ja. Hier ist böse. Diese Kameraführung ist echt für den Arsch. Also, da haben sie es zum Glück mal geschafft, tatsächlich. Ach nee, jetzt, echt jetzt. Oh, der ist wieder runtergefallen, hat sich das Genick gebrochen. Hervorragend. Einer ist, glaube ich, noch irgendwo drin. Oder, ach, da hinten in der Mauer steckt er drin. Moment, ist aber auch egal. Solange da hinten steckt, ist mir das relativ wurscht. Wir wollen noch ganz schnell das Zeug hier mitnehmen und dann gucken, dass wir in die Hütte zurückkommen. Aber das Problem ist, ihr seht ja, es ist schon richtig dunkel draußen. Oh shit. Dann machen wir schnell. Ja, dann machen wir die Tür zu. Incoming. Wir machen so schnell wie möglich alles tot. Ein Kick und dann direkt den Kopf in den Boden. Mit zwei super geilen Sprüngen drauf.
Die Musik ist ja fucking laut, merke ich gerade. Moment, Moment, Moment. Das ist ja wahnsinnig laut. Ich habe die eigentlich runtergestellt, deswegen entschuldige bitte, wenn ich die Musik mal gerade ein bisschen leiser stelle. Hilfe. So, so ist besser. So versteht man mich wahrscheinlich noch halbwegs. Da kommt noch was. Zack. 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 Haha, Karate Kids ist ein Scheiß gegen mich. Machen jetzt platt, Mann. Ja, ich bin müde, das ist ein Problem. Es sind immer noch Viecher. Mach mal die Tür jetzt hier zu. Da kommt noch einer. Noch mindestens zwei sogar. Ich würde gerne noch was durchsuchen. Außerdem diese scheiß Kameraführung. Mann! Ja, schnell mal gucken, was hier noch drin ist. Da ist nichts drin. In der Hütte ist im Übrigen auch allgemein nichts mehr, aber sie ist noch relativ gut zum Verteidigen. Na komm, na komm. Zack. So, der Ninja ist mal wieder unterwegs gewesen. Ich würde ja gerne angreifen. So. Kann man anfangen hier eigentlich. Habe ich nicht eigentlich die Waffe ausgewählt vorhin? Fällt mir gerade ein, so. Irgendwie. Verwenden. So. Zack. Besser ist das. Die Tür mal hier zu wieder. Und das heißt Machete. Schön den Kopf wegmachen. In der Zwischenzeit machen wir ja mal ein bisschen zu. Ja, mit den rechten Dingen hier angehen, dass hier alles reinkommt und irgendwie keine Miete zahlen möchte. So, dann machen wir auch noch zu. Viel besser. Die Tür ist schon wieder offen. Oh, die Tür dazu. So, noch irgendwas. Ich würde mich ja gerne mal verstecken, blöderweise, aber. Hält das die Viecher nicht ab, trotzdem hier ab und zu reinzukommen. Ich glaube, es ist relativ ruhig. Ja, die Hütte ist sauber. Alles wunderbar. Falsche Taste. Sieht wieder gut aus. Nichts mehr da. Hier ist noch eine Hütte. Da gehen wir als nächstes hin. Und wenn wir Glück haben, können wir auch einigermaßen schön um die Ecke. Direkt wieder verstecken gehen. Und gucken jetzt, dass wir. Ohne, oh, bist du gerade gerannt, Alter? Na komm. Wir schleichen uns jetzt einfach hier weg. Die wollen ja eh da rein. Dürfen sie gerne haben. Da ist eh nichts mehr drin. So, da unten die Hütte hat man, glaube ich, schon, wie es aussieht. Zumindest ist die schon markiert. Alles, was markiert ist, hatten wir also schon. Und wir gucken, dass wir jetzt hier einigermaßen wohlbehütet wieder nach Hause kommen. Das könnte tatsächlich die Basis sein. Bin ich dann einmal im Kreis gefahren, wollte ich schon sagen. Es sieht eigentlich ganz so nach meiner Heimatstadt auf oben aus. Nicht Heimat, aber halt nach dem. Ja, ist es glaube ich auch. Na hey. Da rechts wollen wir auch irgendwelche rein. Oder wer raus? Da läuft auch einer rum. Sehe ich sogar. Ganz schön dunkel hier. Das ist die Frage, wenn ich was zurückbringe, was bringt das? Ich meine, ich habe jetzt jede Menge Essen eingesammelt. Sogar eine Machete. Ah nee, links. Links ist noch ein Gebäude. Das habe ich noch nicht gehabt. Hier. Aber Moment, das ist doch diese untere Stelle, Dingsbums da. Ne, da war ja schon. Da war ja nichts Großartiges. War ja auch nicht markiert oder so, das heißt. Das war jetzt hoffentlich nur ein Baum. So, würde ich sagen, rennen wir jetzt einfach mal weiter. Das dauert mir nicht sonst zu lang. Bisschen Stamina haben wir ja. Räuberst du bei uns nochmal richtig schön. Und dann Touchdown ab in die gute Stube. Ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Jetzt ist die Frage, was tun wir damit? Kann ich jetzt sagen, einfach, es ist ein Versorgungsspind. So. Tipp, verwende LB und RB, um andere Gegenstandstypen anzuzeigen. Also, was ist denn, wenn ich jetzt hier was reintue? Verwenden Vorrat. So. So,
So, ich habe jetzt was mit Vorratsspind getan. Versorgungsspind. Ich werde noch ein paar Kugeln da rein tun. So. Da sind ja also Kugeln drin. Jetzt ist die Frage: Macht das irgendwas? Nee, nee, nicht wirklich. Jetzt ist die wirklich die Frage: Was macht man denn damit? Sorry, can't really talk right now. Ja, ich weiß, aber. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, was man da machen muss. Jetzt gucke ich mir mal ganz kurz nochmal das hier eigentlich alles an. So, wir haben jetzt hier, wie gesagt, mich selbst mit Fähigkeiten, zum Beispiel Spezialisierungen, wie ich da unten gerade sehe. Ach, man kann eine Waffenspezialisierung nehmen. Ich hätte gerne Machete, weil. Habe ich momentan. Geht aber noch nicht, ne? Erst ab Stufe 4. Okay. Dann haben wir. Einiges an Ereignissen, aber eigentlich bin ich doch schon Stufe 4. Wo sehe ich das denn eigentlich? Wo sehe ich denn, welche Stufe ich bin? Er hier. Rostiges Kukri. Ah, ich habe ein Kukri momentan, sehr schön. Und das hier sind Vorräte. Minus 2 täglich, 0 von 70. Besitz, bla. Autos und Trucks haben wir sogar einen. Ist ja lustig. Nur wo? Wo? Ich habe jetzt was reingetan, ne? Das Lustige ist, ich habe Munition reingetan. Aber es taucht hier nicht auf. Also hier zumindest. Munitionsbehälter. Oder Medikamentenbehälter. Gegenstände. Nützliche Gegenstände, die wir gefunden oder hergestellt haben. Den Rucksack packt man am besten planvoll und sorgfältig. Ist halt echt die Frage. Na gut, ich würde auch gerne mal schlafen eine Runde. Wenn das gibt, gibt es hier sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt ein bisschen Operationskrempel und draußen sind hier jede Menge Zombies. Apropos Zombies. Wir machen jetzt erstmal hier nochmal die Wand dicht. Und ich wollte eigentlich was nachgucken, fällt mir gerade ein. So, hier kann ich auch nicht reingucken. Nochmal kurz gucken. Moment. Und zwar, was für Aufgaben ich habe. Spezialisierungen, das sind Ereignisse. Genau. Aber Ereignisse sind jetzt nicht wirklich die. Sogar noch Datum, sehr cool. Es sind sogar mein reales Datum. Cool. Das ist halt so Realtime. Das ist nicht schlecht. Das ist die Frage, ob es auch Realtime ist. Also dann wäre es nämlich die ganze Zeit dunkel, bis es da hinten hinter mir wieder irgendwann hell wird. Das wäre jetzt ziemlich doof, weil ich morgen arbeiten muss. Krankenbereich. Den haben wir ja gerade. Und hier vorne Lagerbereich. So, das ist, hier ist ja also der Lagerbereich. Mit den Typen hier kann ich zum Beispiel sprechen. All squared away. Take care. Der futtert auch gerade richtig schön. Ich habe auch was reingetan. An Essen. Gut, also ist auch egal. Wir wollen als nächstes auf jeden Fall hier zum Ressourcen. Platz und gucken, was da so ist. Bin ja selber noch ein bisschen angekratzt. Müsste also eigentlich selber mal was nehmen. Machen wir auch gleich mal. Zack, ein paar Schmerzmittel genommen. Das Gute ist ja immer ein Schmerzmittel. Egal in welchem Spiel, sie pushen uns auf. Und bevor wir jetzt gleich wieder auf Achse gehen, würde ich sagen, nochmal kurz innehalten und dann gleich in der nächsten Episode wieder reingucken. Mad Mike's Derpioten oder so ähnlich. State of Decay.